Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Dr. Klippert, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf auch liebe Kolleginnen und Kollegen sagen, weil ich auch Lehrer bin. Ich möchte einen Aspekt kurz aufgreifen, den die Frau Ministerin gerade genannt hat, in der Zeit. Wir haben bei der Überlegung, die wir den Kongressvormittag hier gestalten, ja auch mit der Frau Ministerin und Herrn Dr. Klippert zwei Personen eingeladen, die aus verschiedenen Perspektiven Unterricht sehen und ihre Aufgaben sehen. Und ich glaube, Herr Dr. Klippert wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass auch die Entwicklung der Lernkultur, der Unterrichtes, der Veränderung der Unterrichtsskripte auch Zeit braucht. Man wird das, was wir mit neuer Lernkultur bezeichnen, mit Unterrichtsentwicklung bezeichnen, was ja auch dieser Kongresstitel zum Ausdruck bringt, wird man nicht von heute auf morgen erreichen können, sondern muss man einen langen Atem haben und wirklich Routinen verändern, neue Bedingungen schaffen und auch zuversichtlich sein, dass wir diese Ziele auch erreichen können. Die Medienberatung NRW wurde mehrfach genannt, ist Mitveranstalter hier. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim VDS auch bedanken, dass wir hier mit Ihnen gemeinsam, mit dem VDS gemeinsam diesen Kongress ausrichten dürfen. Die Medienberatung NRW ist aus der Initiative NRW entstanden, aus dem Lernen mit neuen Medien. Wir haben dazu beigetragen, wir tragen weiter dazu bei, die Voraussetzungen für das Lernen mit Medien zu verbessern. Wenn wir nämlich eine Lernkultur erreichen möchten, dann stehen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt dieser Lernkultur. Und es geht um deren Aktivität und deren Lernaktivitäten. Und wer eigenständig und aktiv lernen will, der braucht auch gute Werkzeuge dazu. Geeignete Werkzeuge dazu. Und deshalb ist also der VDS für uns nicht heute nur ein Zufallspartner. Wir haben uns nicht zufällig zusammengetan, sondern wir haben im Rahmen der Initiative eine sehr langfristige Zusammenarbeit aufgebaut. Die Frau Ministerin sprach das auch an. Gerade der Dialog mit den Verlagen, dass wir eben frühzeitig die Verlage einladen, die zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus den Ministerien und dort diskutieren, in welche Richtung die Entwicklung von Lernen, von Unterricht in NRW nehmen soll. Und so sind die Verlage in der Diskussion, im Dialog mit uns in der Lage, sich frühzeitig auf diese veränderten Bedingungen einzustellen. Auch das Zulassungsverfahren, ich finde also die Formulierung im Zulassungserlass sehr inhaltlich. Also es geht wirklich darum, den Schülerinnen und Schülern Angebote zu machen, sich aktiv im Unterricht mit der Welt zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und dieses Zulassungsverfahren ist hier in Nordrhein-Westfalen auch, sind wir auf dem Weg, das zu professionalisieren, zusammen mit dem Dialog zu wirklich einer gemeinsamen Aktivität zu machen und mit dem Ziel, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, und natürlich letztlich die Schülerinnen und Schüler, über die Lernmittel verfügen, die Sie brauchen, um das zu tun, was wir für Ihnen erwarten im Rahmen einer neuen Lernkultur. Wir als Medienberatung NRW haben aber auch andere Partner, weil wir nämlich uns vornehmen, die Lernvoraussetzungen, die Infrastruktur in den Schulen noch zu verbessern. Klar, Initiative NRW steht für das Lernen mit neuen Medien, mit Computern und Internet. Wir wissen aber längst, dass wir aus der Sicht des Unterrichts vom Lernen mit Medien allgemein sprechen müssen und dass es überhaupt keinen Gegensatz geben kann zwischen guten Büchern oder guten Schulbüchern und Computer und Internet, sondern dass das selbstverständliche Werkzeuge im alltäglichen Unterricht sein müssen. Und deshalb arbeiten wir mit kommunalen Rechenzentren zusammen. Deshalb sind wir sind selber als Medienberatung NRW im Medienzentrum Rheinland und im Westfälischen Landesmedienzentrum angesiedelt, also in der kommunalen Einrichtung. Und wir arbeiten aber auch mit öffentlichen Bibliotheken zusammen und letztlich auch Volkshochschulen mit dem Ziel, dass die Kommunen mit ihren eigenen Dienstleistungen Schulen noch effektiver unterstützen können und ihre Aktivitäten aufeinander abstimmen können. Denn die kommunalen Schulträger sind ja für die Ausstattung der Schulen mit Medien zuständig. Frau Ministerin hat auch die 54 E-Teams genannt. Ich glaube, man kann sagen, dass wir mit der Medienberatung NRW und den 54 E-Teams in jeder Stadt und in jedem Kreis ein gutes, ein effektives Unterstützungssystem auf lokaler Basis geschaffen haben.
das Kölner E-Team ist sehr aktiv und die Kölner Kolleginnen und Kollegen unter Ihnen werden sicherlich das E-Team hier in der Stadt kennen. Wenn Sie das Gespräch mit der Medienberatung und dem E-Team suchen, wir haben unten ein Beratungscenter aufgebaut und da können Sie Themen aller Art ansprechen. Wir haben uns aber auch auf einige Themen vorbereitet. So, wenn ich jetzt noch versuche, so eine Art Anmoderation zu machen, dann möchte ich gerne das Stichwort Schuleingangsphase aufgreifen. Ich selbst bin in Bergischen Land auf eine zweiklassige Volksschule gegangen. Erstes bis drittes Schuljahr und fünftes bis achtes Schuljahr in einer Klasse. Meine Kinder hatten das Glück, hier in Köln, in der Lindenbaumstraße, in eine Grundschule zu gehen, die damals schon, meine Kinder studieren mittlerweile, die damals schon den ersten und zweiten Jahrgang und den dritten und vierten Jahrgang zusammen unterrichtet haben. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Dr. Klippert, aus einem Gespräch mit Ihnen, ich glaube, Sie haben auch eine Schule besucht, wo mehrere Jahrgänge, ich glaube noch viel mehr als bei denen, die ich es geschildert habe, ich glaube sogar acht Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet wurde. Und ich habe mich damals schon gefragt, ob das nicht auch ein Zusammenhang, ob nicht ein Zusammenhang besteht zwischen Ihren methodischen Erkenntnissen und das, was Sie uns gleich vermitteln werden, und Ihren eigenen persönlichen Erfahrungen. Jedenfalls glaube ich, dass in der Homogenität von Lerngruppen sehr wahrscheinlich nicht das Heil, sondern dass er differenzierter, in offeneren Formen, man die Individualität der Schülerinnen und Schüler beachten muss und dass wir Lernmittel finden müssen, die diese verschiedenen Zugänge ermöglichen, was heißt finden müssen, dass wir sie entwickeln, gemeinsam entwickeln und dass dann natürlich die Schülerinnen und Schüler auch methodische Fähigkeiten brauchen, Teamfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten brauchen, um mit diesen Angeboten in einer offenen Lernkultur auch umgehen zu können. Und in diesem Sinne, Herr Dr. Klippert, freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind und bin gespannt auf Ihren Vortrag.